Und ich scheiße, was mache ich? Okay, da muss ich reporten. Das ist halt echt das Team der Friedensimposter. Der eine spielt vorsichtig gesagt sehr geduldig und der andere, ich wollte es nicht tun. Aber Philipp, warum killst du denn im Eingang von Edmund? Früher oder später möchte irgendjemand Vitals checken. Ganz ehrlich, weil ich keine Ahnung hatte, wo ich sonst jemanden killen sollte. Hättest beim Light echt jemanden killen können? Das war so ein Chaos, ich hätte nicht sagen können. Bei dir, nee, ich musste ja die ganze Zeit das Light wieder auslassen. Bei der Nummer war ich gerade wirklich die ganze Zeit beschäftigt. Wenn du da jemanden gekillt hättest. Wer fehlt denn gerade noch? Benedikt. Ey, aber die Light-Nummer gerade, die vergebe ich euch nicht so schnell. Ich war Was fällt euch ein? Ich bin sogar zum Emergency-Button gelaufen, nur so ich kann ihn noch nicht mal drücken, um euch zu sagen, was für Penner ihr seid. Und wann ich mich endlich mal wieder im Poster. Ach, ich hatte meinen Spaß. Baum oder Lukas? Ich tippe auf Baum. Gleich in. Ich muss auf die Karte schauen. Eingang nach Laboratory vom rechten Seismic Stabilizer. Habe ich gleich Blutspritzen gesehen. Also, ich glaube auch, dass es Baum war. Ich habe zwar die Bewegung nur so erahnen können, aber du hättest mich direkt reported. So. Boah, keine Ahnung. Ich hab Baum halt überhaupt nicht gestorben bei euch. Benedikt, direkt so ein Groupkill, aber ein schlechter. Ganz ein schlechter. Also ich würde da mitgehen, dass Baum war. Baum? Nee, der stand halt nicht im Pulk, es war halt so ein bisschen aufgedrödelt. Hm. Baum, irgendwelche letzte Worten? Ihr votet mich schon raus. Ich glaube, die letzten Worte sind Baumfeld. Oh, Lukas, ein Quiz. Wieder sehr laut.
Bestimmt wieder Baum. Was kann der eigentlich? So.
What? Oh, shit! Es war so klar. Lukas hatte heute echt seinen Poster-Tag. Oh, das ist auch echt gut. Alter, 4 Stück heute. Geil. Wieso hat Jean-Carl, wieso hast du mich nicht reported? Du warst über mir? Ich dachte. Lukas, war das am Anfang einfach Cooldown, oder? Also, ich hatte halt keinen Anhaltspunkt gehabt. Was hätte ich denn sagen sollen? Nee, ich hab den nicht kommen sehen, dass du ihn auf der Kreuzung machen willst, Baum. Da musste ich dich dann in deinen Bus werfen. Ja, ja, klar. Nee, ich war kurz nicht sicher, ob du irgendwie Cooldown hast, aber es war auf jeden Fall auch falsch, weil es war viel zu optimistisch, da anzunehmen, dass du schon irgendwie Kill, Cooldown... Wir waren zu 5, Baum, selbst wenn wir 2 killen. Ich muss kurz aufs Klo. Gerade waren wir da aber noch zu 4. Ich hab gemeint, du warst ein bisschen eingegangen. Hätte ich reporten sollen, wäre das besser gewesen. Ich bin auch kurz weg und für einen Spieler noch da. Ich würde immer reporten, wenn du eine Leiche siehst. Ja. Okay, ja. Also, ich weiß nicht, bei 8 Leuten, sagen wir, 2 sterben, dann sind 6, dann sind ein Drittel davon im Poser. Und wenn du keine Ahnung hast und random jemanden beschuldigen musst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du jemanden aus der Gruppe umbringst, ne? Ja, random ist immer schlecht, aber kleinste Hinweis, das sind dann halt umso wertvoller. Ja, genau. Ich hatte halt wirklich keinen kleinsten Hinweis. Ja, aber okay. So, wenn du reportest, kann man sich wenigstens unterhalten. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, weil so... Die Konferenzen sind ja auf jeden Fall das Wichtigste, was die Crew hat. Ich hatte das echt gesehen, ich dachte, okay, das musst du sein, der zweite Imposter, wenn du nicht reportest. Ich fand es ja gerade eigentlich so lustig, ich wollte gerade eigentlich so zum Emergency rennen und mal irgendwie Jan Karl anklagen. Ach, ich habe die Runde einfach einen völlig beschissenen Kill gemacht, der überhaupt nicht funktioniert hat und konnte mich dann zurücklehnen und Lukas hat dann halt irgendwie den Rest gemacht. Das ist schon okay. Mit 8 Leuten habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Imposter jetzt mehr gewonnen haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Imposter mit 2 Imposter auf 8 Leute ist schon eher hart für die Crew. Ich kann auch irgendwie noch Sachen... Ja, aber das liegt an der Karte. Diese Karte ist eigentlich... weil sie groß ist und die Leute sich verteilen gut für die Imposter, aber ich finde das okay, also die dürfen auch mal gewinnen, weil das Team ist so stark jeweils, in kleinen Zusammensetzungen auf den anderen Karten, da hat die Imposter keine Chance in der Regel. Ja, wir hatten so oft einfach Abende, wo irgendwie Imposter irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie 2 von 10 Spielen gewonnen haben, höchstens. Wer hat höchstens was? Wir werden es gerade nur davon, dass die Imposter heute sehr viel gewinnen, aber das ist ja irgendwie auch... Einerseits natürlich bei 6 gegen 2 natürlich so die Gefahr, aber andererseits hatten wir schon so viele Abende, wo halt die Crew einfach fast alles immer gewonnen hat. Ja, ich finde das voll okay, wenn die mal gewinnen. Voll. Ich finde es auch voll okay, dass ich 4 von 5 Imposter-Runden heute gewonnen habe. Bedenklich ist es halt wirklich, wenn es der eine Imposter am Anfang voll hart verbieft und verkackt und dann die Imposter trotzdem noch gewinnen. Ich habe es heute halt 2-mal gerissen, ne? Heute hast du echt Blut geleckt, meine Fresse. Prolos und so. Okay, da haben wir es ja. Ja, ich glaube, wir können. Viel Spaß. Ja, meine Imposter-Runden sind echt immer entweder irgendwie raffiniert oder die schlechtesten, die man sich vorstellen kann. 3D-Schach oder Inflagranti, nichts dazwischen. Ist dieser da? Steht da AFK rum? Steht Lisa rum, sie ist AFK, okay, jetzt ist tot. Macht tatsächlich Sinn, wenn sie AFK ist. Sorry, ich habe meine Brille geholt. Ja, okay. Ich wollte gerade Philipp hier auf den Scheiterhaufen stecken. Was? Aber, ich war's nicht. Nein, ich bin über der Leiche und hast sie gerade umgebracht, aber ja. Nie aber ansonsten war es nicht meins. Nee, es war der Baum. Philipp hat sie wohl gekillt. Ich meine, ihr könnt trotzdem erstmal mich rausschmeißen, nee. Aber es bietet sich schon an, Philipp rauszuholen. Ja, das klingt original nach Philipp. Was hat Philipp dazu zu sagen? Baum war es, ganz klar, habe ich doch gerade gesagt. Das Witzige ist, dass du damit sogar durchkommen könntest, aber... Ich hoffe, du wirst dann wenigstens als nächstes gebaut. Das ist immer noch okay. Kann noch mal jemand erklären, was passiert ist? Also, Lisa war gerade ihre Brille holen und deshalb nicht an ihrer Tastatur. Das genau. Das hier im Startplatz rum. Das habe ich in die Runde gesagt. Anscheinend, zumindest die Aussage von Baum, ist Philipp zurückgelaufen, um einfach Lisa abzustauben.
Dabei hat ihn aber Baum erwischt. Nein, ich habe sie abgestoppt, weil es keinen Sinn macht, wenn einer AFK ist. Ich habe kurz meine Brille geholt. Also Philipp hat recht, dann wollte ich Baum. Natürlich. Always kill the messenger, oder wie war das? Oh Gott. Das war trotzdem viel, viel zu knapp. Oh Mann. Das muss dieser Fall von... Kurz, du solltest dir solche Unarten jetzt noch nicht aneignen. Das ist echt noch zu früh. Aber ich dachte, das ist Common Sense. Ah, ja. Gesunder Menschenverstand dazu. Und ich hätte eh gesagt, dass der andere Imposter jetzt den anderen killt. Jetzt. Das wäre schon... Nix jetzt. Die Runde ist vorbei. Nein. Was denkst du, warum ich sie gekillt habe? Einfach, weil es das neu anfangen soll. Ach, halt doch du die Fresse. Jute den. Alter, nein, du Idiot. Natürlich mal. Oben beim Laboratory liegt Baum. Hast du jemanden gesehen? Nee, also ich komme gerade von diesem, wie heißt das, ganz unten rechts im Eck. Da waren noch zwei andere. Labor. Da stehe ich gerade und mache diese komische... Da waren wir zu dritt und du warst dabei und bist weitergerannt. Kannst du nicht erzählen, dass du den Baum nicht gelegt hast? Wir waren doch zu viert in dieser Schleuse drin, oder? Wer war alles durch? Wir waren drin. Lukas, du, Benedikt und ich. Und ja, ohne Leute. Sorge ist Benedikt vorgerannt und sagt uns jetzt, dass Baum umgefallen ist. Genau. Das heißt, wieso soll man da nicht noch vorlaufen? Was ergibt, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber wir haben dieses blöde Rätsel gelöst mit diesen aufblinkenden Knöpfen. Das nervigste Rätsel von ganz ganzen Spiel. Ist doch zwei so Luftschleusen, ohne eine Aufgabe in Specimen zu haben. Das macht doch nur ein Imposter. Weil das dauert so, das frisst so viel Zeit. Warum solltest du da mitgehen, wenn du da keine Aufgabe hast? Das ist einfach... Für mich ja, weil die meine Aufgabe ist oben dort, wo ich bin ja da, ich bin ja da hingelaufen zu meiner Aufgabe. Ah, dann habe ich den halt gefunden. Den ungeschicktesten Weg gewählt auf jeden Fall. Wo ist denn Chris gerade? Ich glaube, der freut sich gerade, dass wir überlegen, Benedikt rauszuschmeißen. Ich war da oben, also ich war eigentlich sogar in der Nähe, leider. Moment, ich gucke nochmal auf der Karte. Ich war kurz vor dem Labor. Bin da gerade, hab die Tür geöffnet und dann bin ich hoch zu dieser Rakete. Musste da eine Aufgabe erledigen. Hab ich aber noch nicht gemacht. Ja, Kalle Schuti, wir schmeißen einen in die Lava und dann den anderen. Also ich wollte mal nochmal sagen, dass das der kürzeste Weg ist, weil wir sind ja in dem Ding gestartet und dann bin ich halt... schon, aber kürzer durch die Luftschleusen ist es, wenn du rechts rausläufst und dann von oben seitlich rein. Ja, das können wir jetzt stoppen, wie es schneller geht. Keine Ahnung. Kalle, Schuti, sag mal was. Ich habe dieses blöde Rätsel gemacht, ich habe nicht wirklich viel gesehen. Nein, ihr seid ja mit mir in dem Rätsel gestanden, wir haben alle dasselbe Problem, wir müssen uns nur für Benedikt oder Chris entscheiden. Was, vom Chris wissen wir gar nicht, wo er ist. Von Benedikt weiß ich nur, dass der vorausgerannt ist. Der sagt halt gesagt, der steht nicht da auch irgendwo und Benedikt steht da auch irgendwo. Ich würde halt jetzt den einen rausschmeißen und dann den nächsten. Ist vermutlich das Schlauste, ja. Also ich sehe das auch so wie Jan Karl. Wer auch immer, ich weiß nicht, wer gerade spricht. Also ist mal Benedikt. Was in dein Alibi? Wir stehen gerade zu dritt an derselben Aufgabe, die sehr viel Zeit braucht. Also wir stehen wirklich auf demselben Fleck. Das Alibi ist wasserdicht. Das sehen wir dann.
Also nach vorheriger Logik kann es nur Chris sein. Jo. Weil wir stehen halt wirklich gruppenkuschelmäßig, standen wir vorhin zusammen. Ohne eine Chance. Ja, vote mal. Keine Ansprachen. Was soll, ja. Irgendwelche letzten Worte, Chris? Ich habe gerade begonnen, meine Aufgabe in der Kette zu Ende zu machen. Ich dachte damit eher so mit, es tut mir leid und ich sehe es ein und ich bin ein Schaden der Gesellschaft. Wir haben schon gewotet, du musst nicht mehr Ausreden finden. Du einreitest, Lukas, aber wenn du das jetzt schon wieder bist, ey. Nein, kann ich doch nicht. Wir sind doch im Pulk durch diese zwei fucking Schleusen. Ade, du schöne Welt. Schnöde, keine Ahnung. Ja, das war halt unglücklich. Das kann man ja nicht wissen, dass wir alle aufeinander stehen. Ja, ich dachte, so macht man das, dass man zusammen rumläuft und dann irgendwie guckt, wer welche Aufgabe macht und dann wartet man, nicht? Nee, für den Imposter war es halt unglücklich. Weil wir uns jetzt halt gegenseitig zu dritt clearen konnten.